Hallo ihr Lieben, ich bin Corinna und im heutigen Video dreht sich alles darum, Kraft im gesamten Körper aufzubauen. Wir beginnen im Hund mit dem Gesicht nach unten, die Hände sind schulterbreit aufgesetzt, der Rücken ist lang, der Nacken entspannt, das Steißbein geht nach oben, das Brustbein sinkt nach unten. Dann verlagern wir unser Gewicht nach vorn über die Hände in die Bretthaltung und heben abwechselnd die rechte und die linke Hand an, ziehen auch die Schulter und die Hüfte jeweils ein bisschen hoch. Dann kippen wir auf die Außenkante des rechten Fußes, das linke Bein liegt auf dem rechten und der linke Arm geht zur Decke. Dann drehen wir uns zurück über die Mitte und auf die andere Seite, auf die Außenkante des linken Fußes. Das rechte Bein ist auf dem linken, der rechte Arm zur Decke gestützt. Wir heben das Becken schön an, dass wir nicht durchhängen. Drehen uns zurück in die Bretthaltung. Und lassen unsere Knie sinken. Ziehen den Bauch ein, Ellbogen am Körper, einatmen fast runter und ausatmen hoch. Fast runter und wieder hoch. Wer möchte, nimmt die Knie hoch, fast runter und wieder hoch. Und dann in den Hund zurück. Dann heben wir das rechte Bein zur Decke an und dann bringen wir das rechte Bein außen Richtung rechtem Oberarm, unterm Körper durch nach links, wieder nach rechts. Und wieder nach hinten raus. Das ganze Gewicht geht nach hinten. Jetzt fangen wir auf der linken Seite an, raus nach rechts, wieder rüber nach links und zurück. Das Bein nach hinten. Und dann holen wir den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände. Richten unseren Oberkörper auf und strecken die Arme zur Decke. Strecken das rechte Knie mit dem nächsten Einatmen und beugen das Knie mit dem Ausatmen. Ziehen unsere Hände vors Brustbein, drehen uns nach rechts und klemmen unseren linken Oberarm außen ans rechte Bein. Die Ellbogen sind auseinandergezogen und die Daumen in der Mitte. Wer möchte, kann so bleiben oder die linke Hand außen neben dem rechten Fuß absetzen und den rechten Arm zur Decke drehen. Dann kommen wir wieder zur Mitte und bringen den rechten Fuß zurück neben den linken, landen im Brett. Setzen die Knie ab, Ellbogen am Körper. Einatmen fast runter, ausatmen hoch. Einatmen fast runter, ausatmen hoch. Wer möchte, Knie hoch, einatmen fast runter, ausatmen hoch. Und die andere Seite ist dran, in den Hund zurückschieben. Das linke Bein geht hoch. Dann versuchen wir Richtung linkem Oberarm zu kommen, unterm Körper durch, wieder nach links. Und das Bein nach hinten raus. Jetzt erst diagonal anfangen, rüber nach rechts, zurück nach links, nach rechts und das Bein nach hinten raus. Und dann holen wir den linken Fuß zwischen die Hände, richten den Oberkörper auf, strecken die Arme zur Decke, atmen tief ein, strecken das linke Knie, die rechte Ferse ist oben, ausatmen, beugen und die Hände vors Brustbein ziehen. Dann drehen wir uns nach links, klemmen unseren rechten Oberarm, jetzt könnt ihr es auch ein bisschen besser sehen, außen an den linken Oberschenkel und dann wieder, wer möchte, setzt die rechte Hand unten auf und streckt den linken Arm zur Decke. Ihr könnt auch in der Position mit den Händen aneinander bleiben. Dann bringen wir beide Hände wieder rechts und links neben den linken Fuß und kommen zurück ins Brett. Setzen die Knie hinten ab, drittes und letztes Mal. Einatmen fast runter, ausatmen hoch. Einatmen fast runter, ausatmen hoch. Wer möchte, Knie hoch, einatmen fast runter, ausatmen hoch. Und nochmal in den Hund. Atmen wir tief ein und aus. Und heben mit dem nächsten Einatmen das rechte Bein. Mit dem Ausatmen das Gewicht nach vorne, das Knie zur Stirn. Einatmen das Bein hinten hoch. Ausatmen, Gewicht nach vorne, Knie und Stirn zusammen. Einatmen hoch und ausatmen, den rechten Fuß absetzen. Einatmen das linke Bein hoch, ausatmen, Knie und Stirn zusammen. Einatmen wieder hinten raus, ausatmen, Knie und Stirn zusammen. Einatmen anheben und ausatmen, den Fuß absetzen. Tief ein- und ausatmen. Und entweder ihr startet das ganze Video jetzt noch einmal von vorne. Oder ihr lasst die Knie sinken, rollt euch klein zusammen und seid dann an dieser Stelle durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr mögt, schreibt mir Wünsche für nächste Videos unten in die Kommentare. Macht's gut!